Wir wollen heute meinen neuen Rekord aufstellen und eine Siegesserie von über 100 Siegen am Stück aufstellen. Wie weit wir damit kommen und was wir alles sonst noch bekommen werden und was bei 100 Siegen passiert, erfahren wir alles heute. Es wird heftig. Viel Spaß. Creator Code? Jo Jonas. Und damit legen wir los. Wir haben uns schon vorher drei Brawler überlegt, mit denen wir pushen werden. Und der allererste ist tatsächlich Fang. Fang aktuell, auch wenn er schon verschlechtert wurde, immer noch absolut krank. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt Power 1. Das muss es halt leider sein. Das muss es sein. Okay, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Power 11 kommen. Ich glaube, als allererstes müssen wir eigentlich in den Shop gehen. Weil dort sollten wir hoffentlich irgendwie Angebote vielleicht haben. Vor allem eigentlich Powerpunkte. Haben wir vielleicht irgendwie einen Hypercharge-Angebot? Oh mein Gott, wir haben wirklich ein Hypercharge-Angebot für Fang. Ich fasse es nicht. Das ist absolut perfekt. 459 Gems. Ja, also das müssen wir eigentlich ausnutzen. Lol. Oder hier noch Power. Wir haben viele Angebote, die sogar gehen würden. Okay, gut, dass ich in den Shop geschaut habe. Dann sparen wir dann natürlich schon mal enorm an Gems. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich gerne Creator-Code Jonas im Shop eintragen. Und damit kommen wir zum Hyperladung-Angebot für Fang. 459 Gems. Schau mal, jetzt habe ich die ganzen Cosmetics dazu. Ich hätte die ganzen Cosmetics eigentlich gar nicht gewollt, aber egal. Da haben wir einmal die Hyperladung für Fang. Und es hängt irgendwie immer noch, wenn es lädt, aber Hauptsache wir haben Power 1 auf Power 11 direkt. Das ist halt auch immer super gut, um vor allem mal die Gems und das Geld zu sparen. Das heißt, direkt doppeltes Leben, doppelter Schaden. Und hier gibt es so ein cooles Fang-Pin, Spray und natürlich, ihr wisst es, das coole Spiele-Icon. Okay, so, jetzt wird es schon mal krass. Also Power 11 natürlich ganz wichtig, wir wollen auf ganz Nummer safe hier gehen, um natürlich auch die Siegesserie zu schaffen. Gadget machen wir auf jeden Fall Stun, das ist klar. Stun auf jeden Fall besser. Dann Star Power für Fang. Erste oder zweite? Erste. Da, wo du die Ult wiederbekommst. Würde ich auch sagen, oder? Erste. Ja. So, okay, ich wurde die Experten gefragt, die sagen, wir sollen die Star Power nehmen, bei der wir die Ult direkt wieder haben. Also machen wir das auch. Und ich muss die Gears immer noch fragen, ich muss sie wieder unterbrechen, perfekt. Damage auf jeden Fall. Ja, Damage safe. Und noch? Entweder Speed oder plus 1 Gear. Sagt ihr. Können wir beide kaufen. Auf der Höhe Speed. Ja, dann Speed. Oder? Ja, ich denke auch. Okay, mal Speed. Okay, so, nachdem ich jetzt zum zweiten Mal unterbrochen habe, die beraten ziemlich gerade noch, was ich am besten für Fähigkeiten und für Brawler nehmen soll, gehen wir jetzt die erste Runde in Solo-Showdown. Auf geht's. Digga, was geht jetzt ab? Sorry. Hä, was war mit deiner Stimme gerade? Ja, keine Ahnung, ist ja richtig komisch. Ich höre sogar. Hast du Voice-Filter an, oder was? Ja, Mann, der Voice-Filter, Bro. Ach so. Perfekt. Ja. Nein, Spaß. Keine Ahnung, was das war. Kein Voice-Filter, hä? Was ist das so angehört gerade? Ja, so, das war geil. Übel komisch. Okay, können wir starten? Okay, das wird wahrscheinlich die letzte Runde Solo-Showdown auch heute sein. Ihr wisst es, also mit Solo-Showdown eine 100er Siegesserie aufzustellen, ist nicht unmöglich, würde ich sagen, aber ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Also da wäre ich echt dumm. Das Ganze ist schon schwer genug. Der erste Max läuft hier in mich rein. Und den Win werden wir es einfach schon mal safe kriegen. Dann haben wir schon mal, ja, einen Win auch in Solo geholt, extra fürs Video. Aber danach spielen wir Brawlball. Also, ich bringe hier keiner dazu, es irgendwie. Ich könnte natürlich auch zum Beispiel beim, keine Ahnung, beim 50. Win dann eine Runde Solo-Showdown spielen für die Spannung. Aber ich glaube, so dumm bin ich nicht, oder? Das werde ich, glaube ich, nicht machen. Überlegt man, dann ist die ganze Arbeit kaputt. Das werde ich nicht tun. Okay, wir gehen direkt in die Ems rein. Das ist übrigens schon der erste Sieg. Top 4 zählt schon als Sieg. Dann holen wir uns jetzt hier einmal den. Perfekt, gute Ulti. Den Poco und kriegen auch Nita mit dem Star nochmal extra. Sehr schön. Das ist der erste Win. Das ist der erste Win für heute. Hier nochmal Ralf rein ulten, Kill. Und damit haben wir sogar, ich glaube, schon von der Siegesserie den vierten Sieg insgesamt. Ja, weil ich schon ein paar Siege vorher hatte. Super viele Quests. Nur noch 96 Siege, damit wir heute brauchen. Also, es wird nicht leicht werden. Und wir werden auf jeden Fall, wenn wir die 100 Siege schaffen, uns irgendwas als Belohnung kaufen. Vielleicht kriegen wir sogar was. Ich denke eher nicht. Aber ich hoffe mal, vielleicht irgendwas. Vielleicht wenigstens irgendwie so eine Nachricht. Glückwunsch oder sowas. Aber wir werden es sehen. Was ist das denn? Ein komisches Spray. Oh, wir haben noch was im Posting. Das müssen wir gerade noch schauen. Oh, wir holen gerade noch die Sachen ab, dann starten wir rein. Oh mein Gott. Was ist da denn los? Wir kriegen einmal so einen Tara-Pin noch. Dann kriegen wir Twitch-Drops. Das war bei dieser Aktion. Habe ich irgendwie Twitch-Drops aktiviert. Übel krass. Nochmal richtig viele Pins, weil ich den legendären Skin gekauft habe. Crazy. Dann hier nochmal ganz viele Sachen. 1, 2, 3 Icons. Und noch was. Geil. 4. Das geht noch weiter. Was ist das? Noch Burgaloo. Und, Junge, wie viele Sachen? Ich krieg noch Willow. Okay, sehr, sehr, sehr geil. Damit sind wir jetzt aber wirklich gerüstet. Willow, und wir können noch Nexus freischalten. Den kriegen wir, glaube ich, heute noch. Dann kaufen wir uns auch noch direkt den Pass. Komm, machen wir Pearl. Ja, Pearl, safe. Und wir aktivieren noch den Brawl Pass. Das ist der letzte Brawl Pass mit Gems.
Lass es aber jetzt nicht direkt noch alles abholen, oder das wird es zu viel. Machen wir dann vielleicht am Ende. Da werden wir eine Menge farmen. Let's go jetzt. Wir starten rein mit der allerersten Runde in Brawl, aber wenn wir jetzt direkt gewinnen, haben wir nicht nur den ersten Sieg, sondern haben insgesamt schon unsere 5er Siegesserie. Dann müssen wir schon mal plus 4 Trophäen extra kriegen, also insgesamt plus 12. Mit dabei sind hier Doug und Marak. Hallo. Hi. Guten Tag. Also direkt hier nach vorne, genau. Also ihr seht, wir werden natürlich gerade am Anfang relativ offensiv spielen, aber wir sollten halt darauf achten, noch nicht zu offensiv zu gehen. Also allgemein, ich würde sagen, zügig ins Tor, aber halt ein Sieg jetzt hier für unsere erste Siegesserie. Max müsste eh schnell gehen. Jetzt kann ich hier nochmal ulten, stunnen. Boah. Es wird interessant werden. Vor allem, wir können danach bis zu 13 Trophäen kriegen. Also mit dem nächsten Sieg haben wir zuerst mal schon die maximalen Plus-Trophäen, die möglich sind. Wir sollten es hier sehen. Und zwar plus 12. Also wir sind jetzt schon auf 25. Ich werde immer zwischendrin so die krassesten Serien zeigen. Also plus 10 und wenn wir krass Trophäen haben. 6er Siegesserie. Das heißt, wir haben jetzt 38 Trophäen und plus 13. Jetzt jede Runde ab jetzt. Jetzt geht es nicht mehr niedriger, allerdings auch nicht mehr höher. Aber das ist krank jetzt. Die Idee für dieses Video stammt übrigens von Ben Tim. Link dazu in der Beschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei. Ich weiß, die Idee ist jetzt nicht so besonders, aber ich wäre, glaube ich, ohne ihn nicht drauf gekommen. Oh, jetzt Ulti. Achtung. Bam. Oh, nein, die waren von Sprout. Ich hasse sie. Egal. Ich passe hier. Nice. 50 Trophäen. Nice. Oh, ich habe einen Startup. Sekunde. Müll. Boah! Was? Nice. Das war nice. Ja, halt so ungefähr, ne? Oh mein Gott. Ja. Hypercharge. Nice. Okay, Zwischenstand. Wir sind jetzt beim insgesamt 9. Sieg. Wenn wir jetzt gewinnen, Sieg immer 10 und auch schon mal fast die ersten 100 Trophäen. Oh, wir kriegen noch einen Spray. Wir sind in der entscheidenden Runde für den 10. Win. Das heißt, geht eigentlich relativ schnell. Fairerweise, wir hatten schon 3 Wins am Anfang, aber ich glaube... Ah gut, fairerweise müssen wir auch schnell sein, wenn wir 100 Siege holen wollen, aber eigentlich echt nice, wie schnell das jetzt hier gegangen ist bisher. Ich bin ein bisschen verkackt, super, jetzt müsst ihr aufpassen. Imagine, wir verlieren jetzt. Ne, Duck macht das. Junge, Duck, wichtig, sehr schön. Und damit brauchen wir nur noch ein einziges Tor und dann hätten wir die ersten 10 Siege. Komm. Ich muss hier vor allem irgendwie meine Ulti halt und dann muss ich irgendwie reinulten und stunnen. Sehr schön auf den Bass, sehr schön Duck, oh mein Gott. Jetzt macht Duck hier den Carry, wunderbar. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ja, ulten nochmal. Schlecht. Sehr schön. Okay, Zwischenstand. Wir sind ziemlich schnell, würde ich sagen. Jetzt aber schon mal 0:1 die Runde. Schlecht, egal. Nächste Runde bei 100 Trophäen und ich bin bei Sieg Nummer 10. Wir können aber mal hier schauen. Das sieht dann so unten aus. Da ist die Flamme. Und hier im Profil sieht auch echt cool aus schon. Okay, wir sind jetzt inzwischen schon bei der entscheidenden Runde für Rang 10 und das nach der kurzen Zeit. Ihr müsst überlegen, wir haben inzwischen bestimmt schon 50 Trophäen extra bekommen und jeder weiteren Runde sind es halt... Was macht der denn da? Sind es halt nochmal... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich stunne kurz. Sind es halt nochmal einfach 5 Trophäen extra. Und das ist der nächste. Die nächste Führung. Ja, wie ihr seht, gehen die Games auch ziemlich schnell. Wir können mal gleich nochmal kurz schauen, wie es auch im Brawl Pass aussieht. Weil auch der sollte natürlich jetzt hier ziemlich vorangehen. Geil. So, Ball kommt, nächstes Tor. Und damit aktueller Zwischenstand. Wir schauen mal rein. Also, wir sind jetzt schon mal beim Rang 10 erstmal. Beim 14. Sieg insgesamt. Ich muss kurz verlassen, sorry. Und... haben jetzt hier einen Spray bekommen und sind im Brawl Pass jetzt schon Stufe 17 außerdem. Wir haben uns schon entschieden. Ich werde alles am Schluss auf jeden Fall öffnen. Also bei den hoffentlich 100 Siegen dann. Ich gehe mit Hypercharge gleich rein. Achtung, jetzt. Zack. Nice. Puh. Es war das erste Mal schon knapp. Wo sind wir denn jetzt gerade? Kann man es schauen? 8-0 Starspieler. Sehr wichtig und sehr gut. Wir sind in der entscheidenden Runde für die 20 Siege schon mal. Das ist wirklich schon mal eigentlich nice. Das heißt, wir sind auch schon insgesamt bei fast 300 Trophäen damit. Müsst ihr mal überlegen. Der Brock da, WTF. Nice. Und damit sollten wir hoffentlich das Tor kriegen. Ich muss kurz healen. 1-0. Let's go. Und damit fehlt uns nur noch ein einziges Tor. Ein einziges Tor, Leute. Ulti rein. Zack. Nächster Kill. Nächste Ulti. Das ging sehr, sehr schnell. Ball kommt nach vorne. 30 Sekunden Wins. Wir brauchen diese schnellen Wins vor allem, um das Ganze jetzt zu schaffen. Ansonsten brauchen wir viel zu lang, nämlich 220 Trophäen und die 20er Winning Streak ist da. Entscheidende Runde für das 25. Game, Leute. Das heißt, das erste Viertel. Also von der Zeit, wenn wir gut durchschalten, wenn es wirklich krass läuft, könnten wir, es wird schlecht, was ich gerade mache, könnten wir es in 2 Stunden schaffen. Das war sehr geil. Sehr schön, Doug. Dafür brauchen wir natürlich vor allem halt schnelle Games und dürfen halt vor allem nicht verlieren. Das heißt, zu aggressiv draufgehen ist halt auch wieder nicht so smart. Nice, sehr schön. Okay, Zwischenstand. Ich glaube, so eine halbe Stunde sind wir ungefähr drin. Und nächstes Game für 300. Nee, 2 Games für 300, aber 25er Streak. Sehr geil. Jetzt haben wir schon das entscheidende Game für 300 Trophäen. Wir sind auch, glaube ich, damit schon relativ nah, logischerweise, bei den... Oh je, relativ gut. Bei den 30 Wins. Und die Gegner werden natürlich auch langsam besser. Wir werden natürlich zwischendrin noch den Brawler wechseln. Ansonsten würden wir, glaube ich, sogar...
ich glaube, auf 1200 Trophäen oder so irgendwie pushen, wenn wir es durchziehen würden. Nur mit einem Brawler, also das werden wir nicht machen. Oh, shit. Der hat mich getroffen. Boah, T's Ult war echt gut. Nice, habt ihr, oder? Normalerweise. Nope. Nice. Und damit noch ein Tor, dann haben wir schon mal den ersten Brawler hier auf 300 Trophäen. Schöne Ulti jetzt auch hier für uns. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich versuche es hier ein bisschen zu dodgen. Geht's hier rein. Stunner nochmal. Hab den gekillt. Sehr schön. Den haben wir hoffentlich auch zu zweit. Perfekt, sehr gut. Ball zu mir. Und dann haben wir es. Ja, so geht's auch. Jetzt mal. Und damit der Zwischenstand. Wir sind jetzt hier bei 300 Trophäen. Und 3 Siege für die 30er Streak schon mal. Geil. Damit sind wir übrigens auch insgesamt bei fast 11.000 Trophäen. Und dann passen wir aktuell einfach schon auf Stufe 19 fast. Also da kommen wir auch nochmal krass voran. Interessant zu sehen. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, die Brawly Days Geschenke abzuholen. Dann schauen wir uns die gerade nochmal an. Ein seltener Stardrop. Ich hab ihn zu hart. Ein wütender Mikopin. Noch ein Stardrop. Perfekt. Episch. Und irgendwas ist das denn? Okay. Noch ein Mikopin. Und noch einer. Der ist cool. Und ja, schade, der war nix als Start, aber ist okay. Und damit sind wir im Game für den 30. Win. Das bedeutet, wir haben schon ungefähr so ein Drittel geschafft, wenn wir jetzt gewinnen sollten. Man darf eigentlich nicht vergessen, wir haben heute schon mit ein paar Siegen angefangen, aber trotzdem, ja, sieht das jetzt hier sehr gut aus. Genau, Druck, danke für den Tank. Nice. Damit ist hier ein letztes Tor natürlich für die Trophäen. Ich geh jetzt mal hier rein. Oh mein Gott, keiner gesehen. Das war grauenvoll. Oh je, jetzt muss ich aufpassen. Schön. Nice. Und damit haben wir die 30er Streak. Wir schauen uns jetzt hier nochmal einmal an. Und ich habe es eigentlich schon oft genug gezeigt, aber hier sehen wir sie. 350 Trophäen auch. Plus 13 wieder. Geil. Oh, 117 Trophäen Sekunde. 11.000. Ich war schon auf 11.000. Schade, aber egal. Trotzdem geil. Es geht los. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir schon 40 Siege. Also noch 10 weitere dann gleich. Und dann hätten wir tatsächlich die Hälfte der Siege schon geschafft. Und dazu haben wir Fang jetzt auch schon auf fast 500. Muss ich auch nochmal überlegen. Das ist so direkt krass. Das heißt, nur noch wenige Tore mit Fang, dann haben wir ihn von 0 auf 500 gepusht in ungefähr einer Stunde und nicht mal die Hälfte der Siege immer noch geschafft. Also, es ist schon hart. Es ist schon hart hier, so eine 100er Streak zu schaffen. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ulti sehr gut. Nice. So, jetzt ist hier nochmal ein Karl. Da kann ich einfach reinlaufen. Und damit haben wir den 40. Sieg geschafft. Es ist also, es sieht wirklich machbar aus. Wir haben jetzt fast die Hälfte. Geil. Auf geht's, entscheidende Runde. Dann haben wir 500 Trophäen mit Fang. Also 0 auf 500 schon mal hier für die Winstreak geschafft. Das wäre schon mal echt geil. Also eigentlich müssten wir es schaffen. Fairerweise klar, wir haben Hypercharge und alles. Aber trotzdem, wir dürfen halt nicht verlieren. Sehr schön, Double Kill schon mal. Wichtig. Sehr schön. Oh, und dann kann wieder erstmal einen anderen Brawler maxen. Und hätten schon ungefähr so die Hälfte geschafft, würde ich sagen. Also es wäre schon mal sehr gut. Ulti ist jetzt bereit. Oder warum auch immer da ein Busch jetzt hier? Ich mach einfach den hier. Hä? Geil, let's go. 30 Sekunden Win, wir haben es schon mal geschafft, die 5er Trophäe mit Fang zu erreichen. Das ist echt schon mal ein guter Schritt. 0 auf 500, 42er Streak damit. Und sehr, sehr geil hier nochmal. Jetzt ist die Frage, soll ich als zweites maxen? Oh, würdet ihr sagen? Oh, jetzt wird erstmal fett mit Mana kommen. Warte, ich müsste kurz aufs Klo. ich weiß halt nicht. Also Bo ist in Powerliga sehr gut, aber in Ladder weiß halt nicht, ne? Und damit kommen wir zum zweiten Brawler. Wir haben uns für Maisie entschieden. Wir spielen extra die stärksten Brawler der Meta. Maisie so ziemlich mit der stärksten mit Fang aktuell. Und das heißt, wir haben zuerst hier natürlich das Stun-Gadget. Das holen wir uns. Für 0,5 Sekunden können wir im Nahkampf jemanden stunnen. Und das in Kombination mit der Ulti. Und dieser Star-Power ist absolut krass. 2 Sekunden nochmal Verlangsamung gegen alle Gegner. Und dann noch ein Hypercharge, die wir sowieso irgendwie schon hatten bei Maisie. Also auch nochmal richtig geil. Und die Gears. Gears würden wir einfach Damage nehmen und am besten plus 1, damit wir ein weiteres Gadget hier haben. Mit dem Stun, genau. Im Brawl Pass übrigens zwischendrin auf Stufe 20 jetzt fast und mit Maisie bestimmt noch weitere Quests. Okay, die allererste Runde mit Maisie. Wenn wir gewinnen, sind wir schon auf 43, also wir sollten relativ schnell auf die 50 kommen. Die werde ich euch auch noch zeigen, aber jetzt hier erstmal hoffentlich, oh je, ja doch, der erste Run. So, und jetzt hier vor allem einmal die Kombi aus Ulti und Gadget. Ich versuche sie hier einmal zu zeigen, so ungefähr. Ja, das war ziemlich OP schon mal. Jetzt hier direkt das nächste Mal die Ulti. Achso, ist schon jeder down. Okay. Und das war Sieg Nummer 43. Und direkt jedes Mal wieder 13 Trophäen plus. Und damit ist es soweit. Das hier ist die 50. Runde in Folge, die wir gewinnen. Also, wenn wir sie gewinnen natürlich. Aber es sollte normalerweise hoffentlich klappen. Vor allem, da der Crow jetzt hier schon mal stehen bleibt. Und dann haben wir wirklich die Hälfte geschafft. Also von der Zeit muss ich wirklich sagen, sind wir ganz... Oh, nice. Sind wir ganz gut dabei. Damit ein letztes Tor und dann haben wir die 50 geschafft. Und bisher geht's. Wir haben nicht mal ein einziges Gegentor vor allem kassiert. Übrigens, wir wollten auch ganz, ganz, ganz safe gehen. Und damit haben wir es. Und ich bin auch vor allem gespannt, was für Weltrekord, ob auch ein 1000er oder so Streak mal aufgestellt wird. Aber ja. Wir haben nur die 50 voll. Da sehen wir es. Ich will es einmal ganz kurz zeigen. Komm, einmal hier im Profil. 50 Siege in Folge. Und hier nochmal ganz wichtig.
Schon Stufe 20 auch im Pass fürs Opening am Ende. 60. Sieg jetzt, wenn wir gewinnen, Leute. Also es müsste eigentlich machbar sein. Dann haben wir schon ein ganzes Stück über die Hälfte. Also irgendwie habe ich lange, ich habe wirklich gedacht, wir schaffen es. Also es wird schwierig, dachte ich mir. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wenn es so weitergeht, schaffen wir das ziemlich gut. Mal schauen, 1-0 direkt. So, jetzt hier natürlich vor allem noch die Ulti-Comp mit Maisie kombinieren. War absolut schlecht, egal. Ich habe es zumindest probiert. Oh je, das war gar nichts. Ich bin zumindest nicht down, jetzt bin ich down. Oh. Guck, du machst das. Komm. Ich hasse Sprout so sehr manchmal, ne? Ja. Also Land gebläst? Ja. Ja. Ah, Duck ist hier gestorben, der Ball. Oh, Junge, Duck, sehr gute Vor... Nein, bitte nicht wieder die Wand. Sehr gut. Und damit haben wir es geschafft. Der 60. Sieg, Leute. So sieht das Ganze hier in meinem Profil aus. Es ist nicht mehr weit. Quest hier auch für Maisie inzwischen geschafft. 40 Siege noch. Let's go, wir sind in der 70. Runde, das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir nur noch 30 Siege. Also zwei Drittel hätten wir geschafft. Weiterhin kein einziges Gegentor, trotzdem ein einziger Gegner würde ausreichen. Wir machen das Ganze übrigens auch nicht im Livestream, deswegen. Natürlich auch aus Angst, dass wir irgendwie gesniped werden könnten. Sehr schön, okay, das kann ich nur hoffentlich. Ich passe den Ball jetzt rüber. Okay, so geht auch. Let's go. Okay, wir gehen jetzt hier rechts rein. Nehmen die Bälle hier mit dem... Na, machen wir uns dann eigentlich rein, genau, haben jetzt auch die Ulti. Oh, ich muss mit dem Griff jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ulti nochmal setzen, sehr schön. Und da... Perfekt. Ja, okay, perfekt. Hypercharge nochmal hier gedrückt. Auf geht's. Oh, und? Nice. Ball zu mir. Oh, das schaffe ich nicht, oder? Shit, das war mein Fehler. Oh mein Gott. Das war lost von mir. Oh, ich lebe. Nicht mehr. Schön. Nein! Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Wir gewinnen das. Nice, nice Tor, sehr, sehr schön. Nochmal leicht gestruggelt, mal schauen, wie die Stats waren. 5-1, 5-2, 2-1, sehr schön. Und wir haben den 70. Sieg. Die letzten 30, wir müssen das jetzt schaffen. Leute, das ist das Tor für den 75. Win. Wenn wir jetzt irgendwie scoren, könnte ich mal den Hypercharge an, dann bin ich immer schneller. Vor allem, ja, Gale schön rausgenommen. Da ist jetzt hier einfach die Ult drücken, nicht ganz getroffen. Okay, ein Tor, komm. Nice, let's go, okay. Das ist der Win Nummer 75 und das bedeutet, drei Viertel jetzt geschafft. Das ist sehr stark, ganz ehrlich. Boah, 325 plus. Oha. Das sah cool aus. Das sah echt cool aus, bei euch wahrscheinlich auch, ne? Das sah übel geil aus. 25 Siege fehlen uns jetzt noch. Wir dürfen das auf gar keinen Fall jetzt irgendwie verkacken. Es ist ein super krasser Druck. Ich weiß nicht, wie lange wir gerade brauchen. Und jetzt geht's halt los. Also, nicht Maisie. Colette wurde mir gesagt. Colette ist aktuell ziemlich stark mit dem Hypercharge auch vor allem. Wir haben schon, perfekt, wir haben schon beide Gadgets und Star Powers. Jetzt ist die Frage, ich weiß es, ich mache es einfach mal, wie ich denke. Ich denke mal, Damage und plus 1, weil das Gadget sehr, sehr stark ist. Hypercharge haben wir auch. Und hier, das ist wichtig, genau. Damit healen wir uns selber. Und da machen wir ein Schild, denke ich mal. Let's go. Leute, allererste Runde mit Colette. Geil natürlich vor allem gegen Tanks, allgemein hier, um die Mitte gut unter Kontrolle zu halten. Und ihr seht, das sollte eigentlich werden. Das ist der 76. Win, wenn wir gewinnen. Das letzte Viertel praktisch. So, hier einfach immer wieder... Ja, okay, das ist natürlich auch ein bisschen heftig, wie die hier reinlaufen, aber... Sehr gut. Der erste Win, Nummer 76 jetzt damit. Wir können mal ganz kurz schauen, vielleicht haben wir sogar nochmal Quests, die wir damit mitnehmen können. Weil am Ende haben wir nochmal den ganzen Brawl Pass. 5 Kämpfe gewinnen. Nice. Wie findet ihr, dass das Boxen entfernt wurde, würde mich interessieren? Ja, also das ist halt so, wie es... Starjobs sind eigentlich eine gute Alternative. Finde ich eigentlich jetzt auch persönlich. Ich finde Credits halt insgesamt besser. Also ich habe halt Free-to-Play, war ich halt zum Beispiel hart frustriert. Ich hatte mir keinen Bock mehr. Ich habe so ein Jahr oder so gespielt und habe keinen Legendären bekommen. Ich war halt auch schon, ich glaube, fast 20.000 immerhin. Was würdet ihr euch so im Game wünschen? 5 vs. 5. Wie bitte? 5 vs. 5. 5 vs. 5. Ja gut, das ist doch drin, hä? Ja, nee. Was kannst du wieder, wenn wir passen? Eine Sekunde, können wir ein Gegentor kriegen vielleicht, wenn ich aufpassen jetzt? Ja, Jonas, Dings am Anfang des Games, Dings, passen wir dann immer, weil ich laufe immer rechts durch oder nichts. Hm, ja, ich probier's. Guter Punkt. Du bist Nunzi, oder? Nee, ich bin... Ja, ich muss fragen, hä? Was ist das für eine Frage? Ja, ich sehe jetzt, es ja, okay. Da ist der Jonas auch wieder los. Ich habe halt nicht gesehen, dass Duck halt Duck heißt. Okay. Ich bin nicht hingeschaut, ach Junge. Aufpassen. Vielleicht aufpassen. Oh, kein Gegentor jetzt. Nein! Doch, ein Gegentor. Oh mein Gott, das erste Gegentor, Leute. Was? Hä? Was? Was denn? Keine Ahnung, ich muss mich mal einfach wegspielen, egal. Hä? Das erste Gegentor gewesen, Leute. Und das in, keine Ahnung, ich glaube, wir sind bei fast 80 Winsets. Eieiei.
ETF. Das ist sehr schön gemacht immer. Hä? Also, keine Ahnung. Glück gehabt, auf jeden Fall. 80 jetzt. Game Nummer 80. Wenn wir jetzt gewinnen, brauchen wir nur noch 20 Siege. Miku nimmt schon mal den Ball. Das sollte eigentlich klar gehen. Genau, sehr schön. Am besten vor allem den Ball immer schön nach vorne bringen. Sehr gut, sehr gut. Und das bedeutet, wir brauchen jetzt nur noch ein einziges Tor. Ich habe mal hier eine schöne... Okay, die Ult war absolut kacke. Egal. Schafft ihr. Darf ich nicht einfach so rein ulten? Sind drei Leute, oder? Wenn du die andere Star-Power hättest, dann ja. Ah, okay. Nein, Win Nummer 80. Hier sehen wir es nochmal, die letzten 20 Runden jetzt. Und die Quest auch geschafft. Zack. Nice. 15. Richtig. Ja, sehr geil. Sieht auch echt krass aus. Die entscheidende Runde für 90 Siege in Folge. Jetzt darf wirklich nichts mehr schief gehen. Also die Runde ist ja von der Anspannung noch okay, aber wenn wir dann die 99. oder so gehen, also da wird es nochmal... Ja, wir werden, ich denke, ich werde die letzten 5 Runden nochmal für euch dann live kommentieren. Die nehmen wir jetzt erstmal mit. Und dann haben wir den 90. durch. Und damit jetzt hier die Ulti nochmal. Die Ulti, ja, sehr schön. Pearl getroffen, perfekt. Jetzt hier einmal nach vorne, nach hier, dort. Sehr schön. Okay, Anspannung steigt. Die letzten 10 Games. Ich werde es mal konzentriert spielen bis zum 95. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die letzten 5 Games nehme ich euch dann mit. Es sind die letzten 5 Runden für die 100er Winstreak. Es darf jetzt nichts schief gehen. Wenn wir nur einmal verlieren, ist die Streak weg. Weg, perfekt. Sehr gut, haben wir. Erster Win ist schon mal da. Erstes Tor ist schon mal da. Wir brauchen insgesamt 10 Tore praktisch für die 100 Wins jetzt. Also jetzt noch 9. Zweites Tor jetzt natürlich nötig. Ich wurde leider von der Cordelius Ult getroffen, aber eigentlich ist es kein so großes Problem, denke ich. Ich kann das auch eigentlich hier schön weghalten vom Tor. Jetzt kann ich hier schon mal in Richtung des Tores laufen. Ja. Oh, oh, oh. Okay. Das beste Timing jetzt hier. Ich bin gestorben. Ist okay, denke ich. Oh, Willow hat ihre Ult immer verfehlt. Ganz wichtig hier an der Stelle. Heal Gadget wäre jetzt auch am Start. Natürlich Willow jetzt hier ein bisschen... nicht Willow, wie heißt sie? Links. Sehr schön. Schade getötet. Wichtig, ganz wichtig. Gadget und Ulti genutzt. Ich hol's den Ball und bring's schon mal nach vorne. Nice. Und das ist normalerweise der Win. Ich kann jetzt eigentlich hier entspannt selber reinlaufen. Hypercharge absolut OP. Okay, das heißt jetzt die letzten 4 Wins. Wir sind jetzt beim Win Nummer 96, Leute. Es sind die letzten 4 Games jetzt, Leute. Es sind die letzten 4 Games für die, wie heißt, für den 97. Win. Für die 100. Win natürlich. Aber es ist jetzt der 97. Win, wenn wir gewinnen, so wollte ich sagen. Passt jetzt immer rüber. Ja, normalerweise darf es jetzt nicht schief gehen. Wenn das schief geht, dann wirklich, dann bin ich echt am Ende. Ein Tor, dann haben wir den 97. Win. Danach schon der 98. Win. Also wenn wir gewinnen, nur noch 3 Wins für, ja, die 100. Das schaffen wir. Und dann wird's... Also Absicht? Ist alles. Mir ist lecker. Oh, oh, oh. Okay. Okay, Win Nummer 97 schon mal. Sehr geil. Okay, jetzt dürfen wir nicht verkacken. Es sind die letzten 3 Spiele jetzt. Wir haben nochmal eine Kombi mit Mortis, Rosa und Maisie. Also eigentlich eine machbare Kombi hier als Gegner. Gerade für mich als Colette. Sehr, sehr gut. Auch als Shelly eigentlich sehr gut. Also ja, wir sehen es schon. Das sieht richtig, richtig gut aus. Passt es hier nach links. Mortis geht down. Und wenn wir scoren... Oh, oh, oh. Ja, schaffen wir. Ah! Alles okay, doch? Internet? Ja. Oh mein Gott. Nein, jetzt nicht mit den letzten 3 Games. Nein, Junge. Nee, das war mein eigener. Das war mein eigener. Achso, okay, okay, okay. Nice. Komm bitte, 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 bitte. Komm bitte. Ja. Jetzt bitte wirklich nicht verkacken. Wir haben jetzt die letzten Games hier. Wir schaffen das. Ulti rein. Nichts getroffen, ist egal. Nach vorne, Hypercharge auch nochmal von mir an. Sehr schön. Haben wir safe. Ich bin jetzt mal schneller hier. Okay, die letzten 2 Spiele. Da kann es eigentlich nicht viel schief gehen, außer ein Disconnect. Mal schauen. Da haben wir es. Eine Trophäe für 300 auch. Game Nummer 99. Wir haben nochmal hier einen Tag auch für mich. Perfekt, als Colette. 4 Tore für die 100er Siegesserie. Komm. Rechtspass. Sehr gut. Nein! Ja, was ist los? Der Duke kickt die Nervosität schon rein. Nervös. Komm, wir müssen es schaffen. Ein Tor jetzt. Dann haben wir 99. Ein Tor für 99. Sehr schön. Richtig. Sehr gut. Wir sind drin im Spiel für die 100 Siege. Jetzt müssen wir gewinnen. Und ich würde sagen, 2 Tore. Auf geht's. Wahrscheinlich machen wir danach sogar noch ein Game extra, dass wir sogar noch bei 101 Siegen sind. Einfach, dass man sagen kann, dass wir über 100 Siege geschafft haben. Oh, lass erst mit 100 Siege voll machen, bitte. Komm. Sehr schön. Jawohl. Ein Tor für die 100. Ein Tor für die 100, Leute. Auf geht's.
Okay, nochmal jetzt hier einfach rein ulten. Ich habe gar nichts getroffen, leider. Egal. Ult nochmal, Gadget nochmal nutzen. Sehr schön. Haben wir. Es ist... 100 Siege geschafft. 100 Siege geschafft. Okay, wir wollen natürlich diesen einen Sieg noch holen, dass wir über 100 Siege haben. Das sieht jetzt schon krass aus. Und dann schauen wir uns an, was wir alles bekommen. Auch vor allem im Brawl Pass. Ja, sehr geil, Leute. Wichtig. Imagine, wir können jetzt bei 101 Siegen. Das wäre es. Fokus, das könnte eine gute Sache. Oh. Problem ist, die Gegner haben nochmal krasse Power-Level. Imagine, wir würden jetzt ausgerechnet hier im allerletzten Spiel verlieren. 101 Siege, wenn wir das holen. Hätten wir wirklich alles geschafft. Miko jumpt auch rein. Die sind tatsächlich, glaube ich, leider nicht so schlecht. Miko ist aufpassen. Holt den Ball. Nee, hat er nicht. Oh, welcher Kill? Oh je. Als ob wir jetzt hier wirklich verlieren. Okay, ich kann jetzt hoffentlich irgendwen einen hitten. Nee, wo sind die bitte gerade? Verstecken sie auf jeden Fall ziemlich gut da im Busch. Sehr schöne Ult jetzt, wichtig. Was? No way. Das kann jetzt nicht sein, oder? Oh mein Gott. Als ob wir jetzt aus. Als ob wir jetzt. Okay, 0-1, alles gut, alles gut. 0-1, kann mir hoffen. Müssen wir schaffen, müssen wir schaffen. Komm. Guter Hit, wichtig. Miko holen vor allem. Gut heim jetzt. Oh Junge, der hat schon wieder seine Ult hier. Muss den irgendwie wegholen, wenn es geht. Komm. Low am besten halten, jetzt sein Gadget aktiviert, also aufpassen. Junge, Miko ist auch so stark, hä? Ist das so gut? Wir müssen es gewinnen. Komm, wir müssen es gewinnen. Nein, nicht so gut, Rizzi. Shit. Ich werde auch mit der mit Hyper Charge Colette. Hä? Wieso spielt die so gut? Jeff. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, komm. Nice, das ist sehr gut. Ich passe den Ball rüber. Jetzt. Ich mach schon mal Heal an. Mach Ulti. Nice. Wir können es noch schaffen. Wir können es auf jeden Fall noch comebacken. Komm, wir schaffen das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schöne Ult. Ich hau nochmal rein. Sehr gut, 1-1. Okay, wir müssen es nur scoren. Das kann nicht sein, hä? Aber immer ist es 101. Match wenigstens. 1. wie auch immer. Ich hab Hypercharge theoretisch. Schöne Hypercharge von dir. Schön. Auch Hypercharge mit Heal nochmal aktiviert. Auch Ulti von mir. Sehr schön. Komm. Wichtiger Hit nach außen. Wieder Ult, war gut. Er war nicht gut. Egal, hab ihn fast. Sehr schön. Jetzt muss ich vor allem gegen Miko aufpassen. Miko konnte mich halt ziemlich gut raus. Könnt ihr passen? Ja, ich soll. Hast du Ding? Können wir schaffen. Egal, Jonas. Ja, ich mach's so. Jetzt war los, sorry. Also ich kann scoren so. Das war so übel los, ich hab noch Gadget gewastet. Das Gegentor? Ja. Noch nicht. Oh mein Gott, Junge. Das kann doch nicht sein, hä? Das ist das allerletzte Game, was wir jetzt spielen würden. Okay, ich hab Ulti wieder. Ich ulte da ist rein. Hab ja mit getroffen, Colette wenigstens. Schön. Na egal, wieder gute Ulti. Ich hab's nicht. Ja. Erstmal kurz healen. Müssen wir hier scoren können. Das kann nicht sein. Lost von hier. Nice, guter Hypercharge. Ah, schade, gestorben. Egal. Das kann nicht sein, das war so ein krankes Game. Was auch ausgerechnet das letzte war, hä? Jetzt haben wir die 101 vor. Ich wollte noch eins drüber gehen. Über 100 Siege geschafft. Ich kann es nicht fassen, ob das jetzt immer so heftig war. 338 plus. Wow, okay. Damit würde ich sagen, also wir sehen erstmal auf den ersten Blick, oder... Ach, ich dachte, wird irgendwas kommen. Nee, das ist nur ein neuer Meisterungsrang für Colette. Aber egal, wir haben den Brawl Pass auf jeden Fall. Okay, also 101 maximale Siege jetzt schon mal im Profil. Sieht schon mal hier, muss dann wirklich sagen, ich kann jetzt mal auch noch ein Screenshot kommen. Sieht auch wirklich hier schon mal absolut krass aus. Ich bin mal gespannt, dass da noch für Weltrekorde alle kommen werden. Ich werde auf jeden Fall direkt auch ein Video zu hochladen. Aber jetzt erstmal schauen, was wir noch im Pass bekommen. 23 Stufen haben wir geschafft. Okay, wir starten erstmal rein. 2750 Bling. Komm, 3500 Bling, dann kaufen wir uns mal. Hey, lol, was ist da denn los? Welchen Skin soll ich nehmen? Habt ihr einen Wunsch? Keine Ahnung. Ist eigentlich egal. Okay, kaufen wir es hier einmal nochmal Hermes Max mit 2750 Bling und schauen, was wir noch alles im Pass haben. Sehr, sehr geil. Okay, so, Powerpunkte hier nochmal. 10 Gems, sehr, sehr geil. Dann nochmal, machen die Credits zum Schluss. Jetzt nochmal 100 Münzen, nochmal hier Münzen. Dann nochmal Powerpunkte. Okay, ich sammle erstmal alles an Münzen und Powerpunkte ein, dann sehen wir uns mal gleich wieder. Ich hätte noch Bling gehabt. Wenn wir 5000er Skin kaufen können. Lost. So, 20 Gems mal, gratis mal Powerpunkte und damit müssten jetzt nur noch Credits übrig sein. Okay, wir haben, oh ne, ich habe hier noch einiges. Wir haben tatsächlich echt eine ganze Menge Credits, also wir sollten hier schon einiges bekommen. Also allein fürs Farmen hat es sich schon gelohnt. Also Pearl sollten wir damit auf jeden Fall kriegen. 70 Credits, damit sind wir bei 700. Hier, 111, warum auch immer so komische Zahlen sind, keine Ahnung. Und damit haben wir schon mal den ersten Brawler, sehr, sehr geil. Pearl freigeschaltet. Ein epischer bleibt noch übrig, und zwar Mandy, aber oh je, als nächster Legendär, der wird wahrscheinlich eher nix werden heute.
Cordelius hätte ich vielleicht auch lieber vor dem Update hier noch freischalten sollen. Perfekt. Aber ist halt auf jedem Account schwierig. Ja, der hätte ich noch als chromatischen halt freischalten können für 500 Chroma Credits. Und jetzt kostet er mich, perfekt, einfach mal so 3800 Credits. Aber wir haben zumindest einige schon mal gesammelt. Sehr geil. Danke auch an Marak und Duk, die beide hier mitgeholfen haben. Schaut unbedingt in der Beschreibung vorbei. Die haben auch beide, ich glaube, einen YouTube-Kanal und einen Instagram. Also schaut gerne vorbei für mehr Pro-Rosses-Content. Haut rein. Lasst doch gerne ein Abo da. Da ist in der Abstand verlinkt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.